Zeige Freude. Und du bist belohnt worden mit dem Preis, auch mit Nathalie und mit Laura. Und Siegerin gar nicht so viel schneller, aber immerhin 42 Sekunden schneller mit einer Stunde 22. Gut, also haben wir jetzt alle was vor. Ja? Wenn wir 100 Kilometer in 7 Stunden 30, da muss ich erst mal drüber nachdenken, aber cool. Was ist alles? Es gibt Astrid Behnhör, weiß ich, die ist so zu meiner Zeit damals so ganz, ganz lang gelaufen, 100 Kilometer. Gut, aber du hast heute Halbmarathon noch gereicht, 250 Euro Gutschein vom Studierendenwerk. Und auch diese Zeit ist beachtlich, eine Stunde 16 Uhr. Ich glaube, dass man ja auch wieder fast langsamer wird, ja, wenn man dann 100 Kilometer für 100 Kilometer trainiert. Das ist jetzt so für die kurzen Distanzen auch nicht unbedingt. Oh, Henrik, du hast es geschafft! Mit deiner Partnerin, sehr schön, 2,5 Stunden, ne? Ankommen ist alles, Henrik. So, aber wir haben Sieger und einen verdienten Sieger, nochmal 4 Minuten schneller. Ich habe es ja gesagt, ebenfalls Deutsche Sportschule, Niklas Hogerforbeck. Wie ist es für dich heute auf der Strecke gewesen? Großer Spaß, große Freude. Ja, war sehr schön, war tatsächlich heute auch mein erster Marathon und mein längster Lauf. Ich laufe normalerweise immer nur 5 Kilometer auf Zeit. Von daher war das jetzt so eine spontane Aktion, aber dass es so gut geklappt hat, bin ich selbst ziemlich überrascht. Ja, also war ziemlich gut. Auf jeden Fall schnellster Studierender. Und letzte Frage natürlich noch, schon mal Ski gefahren, also bist du Skifahrer? Ja, vor 3 Jahren, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich bin gespannt. Okay, dann alles klar, Laura, da kannst du deinen Preis übergeben. Herzlichen Glückwunsch, Niklas. Also danke auch an E&P Reisen, das ist der Hauptpreis heute für unsere Studierenden. Niklas geht Skifahren. Hat er sich hier erlaufen in einer Stunde und 12, vielleicht noch 2 Meterchen nach vorne. So. Philipp, genau, das Gesicht in der Sonne. Okay, ja, man ist anspruchsvoll als Fotograf, aber das kriegen wir, glaube ich, für alle nicht hin. Dafür steht das Podest im Moment. Ja, ja, ist völlig klar, sonst ist der Schatten im Gesicht. So, super. Dann herzlichen Dank euch. Danke, dass ihr hier auf der Bühne dabei wart. Macht gerne noch ein Foto für euch. Mit der richtigen Musik von Frankie und Daniel unterstützt. Ja. Sieht super, super locker aus, Matthias. Zumindest hier auf den letzten Metern. Übergeben wird sich ja gerne vor der Kurve hier hinten. Und dann wird sich aber schön gemacht, um hier Kim Kurier, wo wir aber davon ausgehen, dass sie womöglich nicht durchlaufen können. Also geht es bei der deutschen Meisterschaft wohl für Johnny Lake und Tom Töli hier
um den Titel. Debüt also für Johnny. Sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus, aber wir sind erst bei der Hälfte der Strecke und haben eben schon bei den Top-Läuferinnen und Läufern gehört, wann der Hammer kam. Bei Kilometer 16 für viele, beim Halbmarathon, beim Marathon natürlich oft wesentlich später, Kilometer 35. Das ist so da eine Schlüsselmarkierung. Dankeschön, Daniel, der hier heute Morgen seit Start Halbmarathon für uns da war. Dankeschön, Daniel. Und herzlich willkommen, Frankie. Dass ich seinen Applaus erst noch verdienen muss, aber Frankie war ja auch schon am Start und hat da eingeheizt, allen Läuferinnen und Läufern, die jetzt hier ins Ziel kommen. Lange Tage auch für unsere DJs. Immer noch vorne, aber jetzt sehen wir schon, dass sie meistens auch viele, viele Phasen in der Sonne laufen. Deswegen auch Tom Turley mit Kappe unterwegs. Auf der Strecke unterwegs gewesen, die Ausbildung wieder. Also, Jemma, super, ganz viele Zuschauer an der Strecke. Wahnsinn, wenn man da auf den Ring läuft und da so wieder in Vierer und Runde rein steht. Das pusht auch die letzten 3 Kilometer. Wetter war teuer, aber es ist schon ein bisschen heiß gewesen, morgens früh im Mond. Ja, ich habe mich jetzt auch zurückgehend. Ich mache das ja schon seit über 10 Jahren hier. Und wir haben ja bei jedem Wetter gestanden. Ja, teilweise bei Regen, bei extremem Wind. Ich glaube, für die Leute, die jetzt Halbmarathon gelaufen sind, ist das okay gewesen, für den Marathon. Ich meine, wenn man das hier sieht, es ist ja ein Traum. Es ist unfassbar, wie viele Menschen da sind. Und schön, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass wir so diese Corona-Jahre hinter uns gelassen haben.
Ja, wie ist es für euch? Ich habe eben schon hier viele, viele Emotionen auf der Bühne gehabt. Wie ist der Tag bis jetzt für euch gelaufen? Also bisher war es wirklich ein absolut runder und gelungener Tag. Der liebe Gott spielt mit. Das Wetter ist einfach fantastisch. Für viele Leute vielleicht schon eher etwas warm, das muss man zugeben. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und eine ganz tolle Sicht von hier. Den Dom im Hintergrund und die Läufer, das will man mehr. Vielleicht müssen wir in den Zeiten des Klimawandels irgendwann im November laufen, ja, und haben dann irgendwie die entsprechenden Bedingungen. Aber nicht recht, das ist ja nicht nur unser Titelsponsor mit Generali, sondern das sind alle Sponsoren, die sich da auf der Zielbogen auch verewigt haben. Also mein ganz, ganz besonderer Dank. Ohne die würde es wirklich nicht gehen. Das muss man wirklich sagen. Da können wir ehrenamtlich noch im Vorstand so viel arbeiten. Wenn im Finale nachher das Geld fehlt, und darum geht es ja, dann ist so eine Veranstaltung nicht tragbar. Und ich möchte noch eins sagen, herzlichen Dank, dass gerade in den 2 Jahren, wo es keinen Marathon gab, wir erinnern uns noch, Corona-Stichwort, dass diese Sponsoren und Förderer alle bei uns geblieben sind und an uns geglaubt haben. Also das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Tausend Dank, ich sehe da gerade noch die Vertreter der Rheinenergie. Auch an euch herzliches Dankeschön. Herzlichen Dank, Bertolt, herzlichen Dank, Michael. Michael Rosenbaum, dass du wieder dabei bist. Ja, jedes Jahr auch ein großer Kämpfer mit dem Laufsport in Köln, kann man sagen. Und ich weiß noch das Jahr, was Bertolt angesprochen hat. Das erste Jahr, da bin ich dann mitgelaufen. An euch kommt im wahrsten Sinne des Wortes keiner vorbei. Außer Jürgen. Jürgen ist vorbeigekommen. Das Allerwichtigste, die gute Laune. Nochmal, sind endlich für die Lage des ersten FC Köln. Erich, ja? Nur ein Punkt. Und seinen 21 Kilometer. Kurz. Wir können ruhig ein bisschen lauter bleiben, das glaube ich, das lieben die Anwohner hier. Thank you. Viel zu feiern, ja, großartig. Ja, so fällt man natürlich auf, ja, wenn man hier eine Sonnenblume durch Köln läuft. Ja, uns alle, natürlich für alle Fotografen, die wir hier haben. Ja. Super! Bertolt! Danke dir, Bertolt! Und Glückwunsch! Ja. Grandios! 25, ne? Das zum Jubiläum. 25 Jahre. Ach, Melina! 45 haben wir hier. 245. Habt ihr irgendwann ein bisschen Tempo rausgenommen? Ja? Sind nicht mehr alle mitgekommen, ne? Bei 245. Gehen reicht, das gilt für alle hier. Sowohl für Dietmar, Andreas, lass dir Zeit. Alles gut, du hast es geschafft. Köln ist hellwach.
hier durchzuarbeiten. Gut ab, Jungs, ihr habt einen Top-Job gemacht. Alle. Thomas, wie oft muss man denn verpflichten? Super, ganz lieb Dank euch, dass ihr sofort gekommen seid und